So, die Hurwitz-Regel ist quasi der Zwitter aus der Maxi-Max-Regel und der Maxi-Min-Regel. Wir haben da einen Parameter, Lambda, drin und der sagt uns eben, wie optimistisch wir sind zwischen 0 und 1. Wo kommt der rein? Also in Worten, die Hurwitz-Regel ist quasi eine Mischung aus Maxi-Max und Maxi-Min. Und ja, je nachdem, was für einen Wert Lambda hat, ist das eben eine eher optimistische Auslegung oder eher eine pessimistische Auslegung. Je näher der Wert Lambda an 1 ist, desto optimistischer entscheiden wir. Und je näher der Wert von Lambda an 0 dran ist, desto pessimistischer entscheiden wir. Und im Endeffekt, die Formel hier, das ist nichts anderes als ein gewichteter Durchschnitt. Das heißt, die maximalen Werte für jede Aktion, die gewichten wir mit dem Wert von Lambda. Und die minimalen Werte jeder Aktion gewichten wir mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus Lambda. Gehen wir es einfach mal beispielhaft für Aktion 1 durch. Für Aktion 1. Was ist für Aktion 1 der maximale Wert? Für Aktion 1 der maximale Wert ist 40. Das heißt, wir haben Lambda 0,3 gegeben. Okay? Das heißt, für Aktion 1 würden wir dann eben berechnen 0,3 mal 40. Und der zweite Part der Formel ist dann eben die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus 0,3 sind 0,7. Und dann gucken wir uns an, was ist das? Der Worst Case für Aktion 1, das sind hier diese 20. Und dann haben wir eben 20. Und wenn wir das eintragen, kann das jemand schnell eintippen? 26. Dann haben wir 26. Für Aktion 2 machen wir das Gleiche. Wir haben 0,3 mal den größten Wert. Der größte Wert ist 90. Der kleinste Wert sind 0. Und dann haben wir eben 30. Nein, nicht ganz, ne? Kopfrechnen ist schon lange her. A3, der beste Wert sind 130, das bewerten wir mit 0,3. Der schlechteste Wert ist 10, ist egal von welchem wir es nehmen, das bewerten wir mit 0,7. Und dann haben wir 46. Okay, das sind die Beurteilungsgrößen. Und dann wählen wir eben die Aktion aus, die uns die beste Beurteilungsgröße gibt. Und das ist eben hier Aktion 3. Aktion 3 ist optimal.